essen gemeinsam jetzt im Schloss, sondern wir steigen aus dem Schloss und ihr dürft dann hier essen. Ja, grüß Gott, Aldi, hallo. Hallo. Ah, hallo, hey. Super. Oh. Yeah. Wie schön. Wow, hey, danke für die Einladung, toll. Schön, dass du da bist, wow. Wir freuen uns riesig. Es ist ja ein Glück, dass wir dich durch den Moritz kennenlernen durften. Ja, das hat er gut gemacht. Das hat er sehr gut gemacht. Ja, auch. Ist noch nicht lange her. Ja, das ist schön, dass wir daraus jetzt gerade anders gestalten. Also vielen Dank für die Einladung auch zu eurem. Absolut. Zu eurem Wirtschaftsanlass. Wow, wie toll. Gerne, wir danken für dein Kommen. Und es ist ja Wirtschaft trifft Kunst, Kultur und Astrologie. Astrologie ja. Trifft Kunst und Kultur und Musik, so muss man ja sagen. Und ja, wir haben ja hier einmal pro Monat eine Wirtschaftstagung, wo sich, ja, so wie früher auch, illustre Persönlichkeiten zusammenfinden. Deswegen passt es wunderbar, oder? Ja, also ich fühle mich jetzt sehr, sehr wohl. Illustre Persönlichkeiten treffen sich immer wieder hier. Wir sind sehr dankbar auch, dass wir so einen Fluss durch unseren Park fließen haben. Und da kann man hier Energie abgeben, die man nicht haben möchte, schlechte Energien. Schmeißt man da rein. Und sich und sagen, in der Zukunft kommt sehr viel Positives auf uns zu. Schön. Genau. So soll es sein. Genau. Wow. Die Stimmung ist ja auch schon hier mit drin. Und nur das zu wissen, dass wir in den Hallen von Mozart sein dürfen und hier von hier aus rausstreamen. Und er war ja ein Wassermann-Geborener. Und ich spreche ja viel über Wassermann-Energie jetzt, ganz neu im Feld. Das ist schon ganz, ganz toll. Es hat einfach einen Flair, was du nicht in irgendeinem Bürozimmer oder Hotelzimmer erreichen kannst. Es ist wirklich einmalig. Mein Zimmer. Das ist, manche Leute haben so eine Wohnung so groß. Okay, nicht so viele Details vom Schloss. Weil wir wollen unsere Privatsphäre, wir wollen nicht, dass dann jeder sieht, wie alles ausschaut. Die Vorbereitung für heute Abend war natürlich speziell, weil so wie ich hier arbeite, habe ich ja bisher noch nicht gearbeitet. Livestream ist ja auch für mich ganz neu. Ich merke das immer ein paar Tage vorher, ist es sozusagen geistig schon vorhanden in der Luft und dann lade ich das runter. Aber wie ich das gestalte, das ist dann jedes Jahr eine neue Herausforderung. Und deswegen improvisiere ich, würde mal sagen 80%. Und 20 lese ich so die Stichworte, dass ich im roten Faden bin. Aber ich brauche wirklich nur ein Bild oder ein Symbol oder ein Wort. Und dann improvisiere ich. Aber nicht so, dass ich irgendwie was ausdenke, sondern dass ich die Message, um die es heute geht, verknüpfe mit dem Bild. Das machen wir auch so in der Reihenfolge 1 bis 5. Und da gehe ich raus aus dem Bild. In der Zwischenzeit, und jetzt kommt dein Job, schaust du ja im Chat. Wir haben ja diesmal Vimeo mit Chat, dass die Leute im Chat auch Fragen stellen könnten oder Kommentare. Und in der Zeit, wo du dann im Bild bist und eben Vollplayback deine Tasten drückst. Ach, du Kronleuchter auch noch. Und meine PowerPoint geht ja auch nicht über das. Das ist nur Ton, ne? Das ist jetzt nur für dich.
Da gehen wir ein Stück zurück. Hier fühle ich mich wohler. Astrologie ist eine Mathematik, eigentlich ist alles mathematisch. Also es ist das Verbinden zwischen der Mathematik und das Interpretieren oder die Aussagen, die daraus folgen. Das macht für mich die Silke aus und das ist absolut verständlich. Da sind ein Kreis, ja, und hier sind zwei Kreise, seht ihr das? Zwei übereinander. Und derjenige, der übereinander oben drüber ist, der zeigt die Konstellation von jetzt an. Und das ist alles in Bewegung. Und wir können schauen, wie bewegen sich die in Zusammenhang oder in Korrelation mit deinem eigenen Bild. Hier haben wir den sogenannten Mondknoten jetzt zu diesem Datum heute. Und der wandert in diese Richtung. Und da ist eben erkennbar, dass Ende diesen Jahres hier eine Konstellation stattfindet, die mit ganz klarer karmischen Entscheidung zu tun hat. Aber innerlich bist du jetzt, so wie es aussieht, wirklich mit dir an einem Punkt, wo du sagst, es ist gut, alles erreicht, aber es ist wirklich jetzt der Drehmoment da. Das ist so klar, das ist so klar. Und du darfst ganz klar sagen, ich entspanne mich und ich lasse mal kommen. Du hast ganz viel gemacht. Sie hat eine sehr starke Präsenz, hat eine starke Aura, sehr positive Ausstrahlung. Ist sicherlich eine Bereicherung für jeden Ort, wo sie sich aufhält. Und ich sage mir, wir sind ja hier in einem Schloss mit einer tausendjährigen Geschichte. Und es ist sehr schön, wenn zu diesen alten, wertvollen Energien neue, wertvolle Energien dazustoßen. Genau, ja, ja. Bleib mal dran. Nein, wir fangen an. Super. Also, dann machen wir noch eine Lesung. Du kannst anfangen in der Kamera und Ende. Prima. Dann machen wir einen Test? Ja, machen einen Test, genau. Gut, also. Ich lese jetzt aus dem neuen Buch Wege zum Erfolg ein Teil meiner Geschichte, wo ich als Co-Autorin eine von 10 Unternehmerinnen bin, die ihre Geschichte erzählt. Ich bin keine Unternehmerin, ich bin Künstlerin. Aber ich wurde zur Unternehmerin, da ich erkannte, dass Gaben und Aufgaben ein untrennbares Paar sind zum Wohle von allem. Mit jeder neuen Vision musste ich lernen, Prioritäten zu setzen. Und wenn ich dies nicht tat, holte meine Tochter mich unmittelbar auf den Boden wieder zurück. In diesem Moment brach in mir alles zusammen. Hatte ich mich so weit von mir selbst entfernt? Dieser Satz meiner 6-jährigen Tochter änderte mein Leben total. Hey, ich bin online. So geht das. Wir sind hier jetzt ja im Schloss, im Mozartschloss, genau. Und der Dresscode ist royal. Deswegen habe ich mir dann auch erlaubt, mich royal zu kleiden für den Abend. Das hat eine ganz schöne Stimmung. Das Schloss hat gerufen, sagen wir, gell? Und ja. Dann sind wir gekommen, alle zusammen. Ja. Das ist doch schön. 1130, sagtest du? Das ist die erste Urkunde, ja. Die erste Urkunde. Stellt euch mal vor, 1130 in diesen Mauern. Die können viel erzählen, hä? Wow. Ich wünsche dir alles Gute für dich und deine Familie. Ich danke dir für die Zeit, die du hier mit uns verbracht hast. Dankeschön. Wir sehen uns. Tschüss. Schau, die sind noch auf einem Tag gefilmt. Da wird der Tag gefilmt.
Ja, wir haben auch gemerkt, das war viel größer, als jetzt nur einen Livestream in Wien zu machen. Das war viel größer, weil die Menschen, die wir jetzt getroffen haben in dem Schloss, die Schlossbesitzer und die Crew, kommen, wie das alles zusammenkam und der Stream mit dieser ganzen Atmosphäre. Wir haben ein bisschen über das Schloss erzählt und die Energie im Schloss und im Schloss wohnen und leben und viel über die Geschichte dort hören. Das hat sich sehr gelohnt. Es war viel größer, als man so denkt von außen. Und von daher war das wirklich, ja, war genau richtig dorthin. Das Schöne ist, Astrologie ist physisch halt auch mit dem Universum hat das zu tun. Und für mich Musik eben auch. Das heißt, die Musik kommt aus der gleichen Quelle wie die Astrologie, es ist einfach eine andere Sprache. Und ich finde es ganz, ganz schön, dass wir dadurch jetzt eben quasi zwei Sprachen, die eins erzählen, machen. Das ist eben das Schöne an der Energie, die potenziert sich, wenn man zwei Felder übereinander legt. Und das ist das, was ich das Gefühl habe, spürt man, wenn wir unsere Felder übereinander legen.